Jo, hi, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dead or Alive 5 Last Round. Ja, in der Story, Kapitel 40. In der letzten Folge haben wir Lei Fang, wie ist der Typ nochmal? Elliot und Brad Wongs Story abgeschlossen. Und wir sind jetzt hier bei Hitomi. Das Viertelfinale beginnt. Und ja, die Story scheint jetzt hier weiterzugehen, immer. Anstatt nochmal hier zurückzublicken. Aber Hitomi kam ja auch in einigen vorherigen Szenen hier vor, also braucht man nicht noch irgendwie Rückblicke oder so haben. Wir gehen jetzt einfach mal rein in Kapitel 40. Das Viertelfinale beginnt mit Hitomi. Tochter eines berühmten deutschen Karatemeisters. Oh, okay. Sie hat es bis ins Viertelfinale von Dead or Alive 5 geschafft. Sie wusste, wenn sie nur weiterkämpfen würde, würde sie ihn wieder treffen. Den Mann, den sie in den Wäldern ohne Kleidung, dafür aber mit Gedächtnisverlust gefunden hat. Den Mann, mit dem sie einst trainierte und der ihr bald näher war als sein Bruder. Sie würde eintreffen. Aber sein Erinnerungsvermögen war wieder da. Hayato war zurück. Und ein war nicht mehr. Okay. Dead or Alive 5 Turnier. Ein. Wie kann denn ein Deutscher mit dem Namen Ein rumlaufen? Weiter geht's mit dem Geprügel. Gegen wen kämpfen wir? Mila. Okay, komm her. Oh, jetzt fängt die schon wieder damit an. Komm her. Na. Oh. Nein. Ich hab Genick brechen, Mann. Frau. Puff. Aha. Au. Au. Drück auf Fehlt. Aua. Puff. Einfach weggepuncht. Sehr gut. Ja, so. Hier musste man auch im Trainingsmodus spielen. Deswegen war ich so ein ganz kleines bisschen, was heißt, ihr weiß. Kenne die Angriffe nicht auswendig. Ich drücke einfach in verschiedene Richtungen und hoffe, da passiert was. Mal, macht er mich fertig. Schon wieder. Nein. Kannst du es wagen? Buff. So geht das. So geht das. Na, ja, direkt noch ein Kampf. Direkt drei Kämpfe hintereinander. Oh, kann die Kamera drehen. Gut zu wissen. Den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Er ist, glaube ich, auch ein wichtiger Charakter in Dead or Alive. Wir müssen nur sein Schwert raus, ne? Versuch mich kaputt zu schlitzen. Oh, das ist mal ein geiler Move. Autsch, autsch, autsch! Du Sack! Kannst du es wagen? Wandelt man keine Lady? Buff. Hayate,
Das habe ich noch keinmal verloren. Gut. Und jetzt will sie noch. Nein, okay. Weil sie würde auch grundlos Kämpfe anzetteln. Unschuldig. War schon zu Ende? John Lee! Jawohl. Das waren 3 Szenen, aber. Ja, okay, 3 Kämpfe waren das. So, John Lee, den habe ich früher in meinem Dead or Alive 1 gespielt. Heißblütiger John Lee. John Lee, ein heißblütiger Kampfsportler, der sich immer die härtesten Kämpfer aussucht. Er nimmt am Dead or Alive 5 Turnier mit dem brennenden Wunsch teil, die stärksten Menschen der Welt niederzuringen. Das Einzige, was seinen Durst nach einem Kampf löschen kann, ist noch ein Kampf, wie der, den er mit dem Mann vorhatte. Mit dem Mann, okay. John Lee. Unser Bruce Lee-Verschnitt in diesem Kampfspiel. Kann er noch den einen Angriff? Den Angriff kenne ich sogar noch. Weil der hat mit seinen Ellbogen hat gemacht. Ah, so, genau. Yeah, ich freue mich. Aua. Jawohl. Ja, ich freue mich so. Ein paar Angriffe kennst du mal noch. Das heißt ja Angriffe. Ja, die Angriffe kenne ich alle noch. Obwohl ich nicht weiß, wie ich sie immer gemacht habe. Wesen weiß ich jetzt, wie man da mit dem Ellbogen macht. Ja. Okay, komm her. Guck mal, Bad. Mein Gott. Warte, nächstes Mal block ich das. Ja. Ey, ich hab den. Ey, der hat mich perfekt erledigt. Boah. Ja, da wäre ich auch angepisst. Gott, verdammter DJ. Sehr gut. Nein. Ah. Alter, wie ich hier zu gar nichts komme. Nein, ich wollte das blocken. Genau so. Aua. Alter, warum machen deine Angriffe so viel Schaden? Ich hoffe, irgendwie auszuweichen rechtzeitig. Gehört hat irgendwie zu dem Angriff? Ich will denn eigentlich kontern, aber okay. Ich will immer diesen Angriff so geil ausgewichen in seinen Tritt. Aber gut, ich dachte eigentlich mit blocken, aber ich bin immer ausgewichen. Dead or Alive 5 Turnier, gegen wen kämpfst du? Gegen Lifehang? Ja, tatsächlich. Nein. Ja. Ja, nein. Und die Angriffe kenne ich sogar noch. Jawohl. Oh, sehr gut. Und den Angriff schon immer gut. Der mischt sich einfach im Kampf ein. Seit ich gegen die Regeln. Den Kameramann hochzuheben, ist halt auch nicht. Was soll's? Mr. Strong, was?
Boah. Ja, ich verdient, aber. Autsch, autsch. Steh auf, verdammt. Kann er irgendwie nicht abblocken? Ich habe immer das Gefühl, ich tu gerade perfekt ausweichen. Ja gut. Nein! 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 Freu! Ausgezeichnet. Ah, schön. Und die Tomi kommt auch noch. Irgendwie hat mich das Gefühl, John Lee wird das Turnier gewinnen. Ja, und irgendwie alle weg. Naja. Er hat was von Bruce Lee in sich, also. Auf damit. Jawohl. Nein, nein. Oh gut. Aua. Puff. Nein. Nein. Beinahe. Noch beinahe. Gott verdammt. Ja, jetzt müsste, wenn ich noch mal gegen alle kämpfen müsste, ja. Hat sie einen Bundesadler auf ihre T-Shirt. No, nein. Nein. Man muss man nicht einfach nur vier drücken, aber irgendwie viel einfacher. Aua. Oh ja. War nicht geplant. Bin ich aus Versehen drüber gekommen. Nein. Ich habe mit dem Kick beendet, ja, wäre so geil gewesen. Komm schon. Ja, ich glaube, das ist der Bundesadler. Boah, wie die sich immer. Oh, sehr gut. Weil der hat gar nichts abgezogen. Hätte ich sogar abgewehrt. Nein. Sehr gut. Manchmal klappt das jetzt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich habe diesmal irgendwie viel mehr Fortschritt in der Story als sonst. So, John Lee ist Champion oder wie? Tatsächlich sogar. Sehr gut. Sie haben auch irgendwie noch nicht kämpfen gesehen. Was habe ich denn getan? Rick oder wie? Was ist ein neuer Titel? Drache. Hayabusa, okay. Oh, der noch ganz am Anfang hier. Okay. Als Kazumi sich aufgemacht hat. Eingeschworener Verbündeter. Ja, Hayabusa. Ryo. Hayabusa. Und da frage ich mich immer, kam der
sind ja von Team Ninja beide, also den Macher, also der Ryu Hayabusa hier sieht jetzt aus wie der aus Ninja Gaiden und Dead or Alive 1 kam auch Ryu vor und das ist ja exakt gleich aus den Ninja Gaiden Spielen, ne? Wenn ich das weiß. Eingeschworener Verbündeter. Und der sieht jetzt genauso aus wie ein Ninja Gaiden Sigma 2, 3 und also was. Der ultimative Ninja, Erbe des Hayabusa Ninja Clan. Hayabusa half Hayate und den anderen Ninjas aus den Schatten heraus und brachte die Verschwörung von Doatek zu einem Ende. Doch spürte er, dass das Böse wieder erstarkte. Und in diesem Moment kam sein alter Freund Hayate zu ihm. Was? Wie konntest du da bitte schon? Ja, da mit dem Bein. Konnte sich seine Beine irgendwie so höher treten, irgendwie so komisch laufen wie Kazumi. Boah, echt. Seitenschritte bringen ja nichts. Ja, schon, du bist auch Schlimmeres aus den Jogging gewohnt. Eines der schwersten Spiele aller Zeiten. Ich muss noch irgendjemanden, ich muss bis jetzt noch irgendjemanden treffen in Real Life, der das erste Level schafft. Ich habe schon drei Leute davon überzeugen können, dass den Jagaiden eines der schwersten Spiele aller Zeiten ist. Noch niemand hat die erste Level auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad geschafft. Ja, da war der Sprung aus den Jagaiden. Weil mir niemand glaubt, dass das Spiel so schwer ist. Und das waren alles erfahrene Zocker. Die haben noch nicht mal das erste Level geschafft. In den Jagaiden 2 für PS3. Das ist auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich auf normalen Schwierigkeitsgrad angefangen. Also ja. Aber stellt sich Hayabusa gegen Unbekannter Organisation 13. Tokio, einige Stunden später. In einem vollkommen anderen Spiel. ミスター早草。待ち合わせをした覚えはないの？理想は見ると。まだ愚かな研究に手を染めているのか。いきなりね。私たちのような研究者は新しいものを生み出すことにのみ存在する意義があるのよ。 Bist du denn? Ich hab Ninja Gaiden hinter mir, meinst du? Echt, du hast eine Chance gegen Hayabusa? Der hat mehr Scheiße gesehen als wahrscheinlich jeder Charakter in diesem Spiel. Sehr gut.
den Sprung kenne ich, ey. Dann kann man auch im Ninja Gaiden einsetzen. Wir fallen ja gerade runter, glaube ich. Alter, was zum Teufel ist hier los? Das. Nein. Der Angriff klappt immer sehr gut. Ja. Außer den Spieler. Und Joker Gaiden ist nur so gut wie der Spieler, hab ich mal gehört. Was? Was hast du denn gegen Helikopter? Was soll diese blöde Rolle? Doof. Boah, was? Tschüss. Einfach da runtergeschmissen. Ich hoffe, sogar noch ein Charakter, wenn es weitergeht. Antiquitätencrema. Okay. Du hast ein neues Kapitel. Kazumi Teil 2 freigeschaltet. Okay. Jetzt geht mit Kazumi weiter. Lügen. Ich habe einige Trainingssessions mit ihr hinter mir. Also ein paar Sachen weiß ich jetzt sogar. Kazumi Teil 2. Kazumi jagt ihre zu Waffe gemachte Klon Alpha 152. Konnte ihn aber nicht finden. Kazumi kehrt zu Elena zurück. Ja, okay. Kazumi. Wie nutzt du bei der Bürodetektorin? Ja, wie wär's, wenn wir miteinander reden, anstatt uns auf die Fresse zu geben? Taylor Spa, einige Tage später. Okay. Mein Gott. Buff, den Angriff kenne ich. Mein Gott. Ah. Buff, so. Das war's. Ja, weiß ich nicht mehr. Dem Angriff konnte man auch irgendwie auch machen, ich weiß nicht mehr was. Aber okay. Okay. Aber kloppt keinen Grund, aber ja, sind wir ja schon gewohnt.
Mein Gott. Was? Jetzt kommt danach, ist die Story vorbei. Irgendwie komisch. Mein Gott, hör auf damit. Kann auch meinen beiden hier die ganze Zeit so was machen. Meine Güte. Was ist das? Nein. Autsch. Wie mich die ganze Zeit auf den Boden schleudert, ey. Ohne Pause. Ganz schmeißt die mich viel gegen. Ja, aber den kann ich auch. Boah. Mehr konnte ich mir aber nicht merken. Alter! 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 Mädel! Alter! Hör auf damit! Alter! Warum sind alle ihre Angriffe immer Gegenangriffe? Kein Wunder, warum die immer stärker Angriffe machen als ich. Meine Güte. Ja, auch hier. Kämpfe ich jetzt gegen die Alpha 52 oder 152? Scheint ja. Wird schon der Finalkampf? Ich will John Lee steuern, dem bin ich besser. Die ist jetzt wahrscheinlich voll überstark, ne? Und sie sieht so aus, als wird sie zur gleichen Angriffe wie ich haben. Sie ist doch nicht, mein Gott, sie ist doch nicht die in dem Umhang, oder? Komm her. Ich sehe auf. Ja gut. Nein, was machst du? Hey, was? 20 Minuten schon wieder. Dann werde ich auch noch schaffen. Mein Gott, hör auf mit diesem Angriff. Oh. Sie echt wartet, ne? Boff. Hör auf mit dem Angriff. Schaff ich doch noch jetzt hier, oder? Puff. Nein, nein, nein. Nein, jetzt nicht echt, oder? Oh Gott. Motion Video Cut 10.
Was zum? Ja, irgendwie, ich bin schon gedacht, es taucht auch noch auf. Warum haben die abgeschlachtet? Tension, was ein neues Kapitel. Bayman freischalten. Okay, ist noch nicht vorbei. Dann beende ich jetzt hier ein paar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dead or Alive 5 Last Round. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.